Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD für die Wii U. Im letzten Part haben wir soweit tatsächlich alles abgeschlossen, bis auf den Weg zu Ganondorf und den Kampf gegen Ganondorf selber. Denn ja, natürlich, Ganondorf ist mal wieder der Bösewicht. Wer hätte es gedacht? Okay, aber was wir noch machen möchten, dafür habe ich extra noch mal ein paar Rupees gesammelt. Wir wollen hier einmal in den Maromarkt und uns die letzte Rüstung kaufen, die das Spiel so zu bieten hat. Herzlich willkommen, bla bla. Ihr kennt das. Okay, die Magierüstung. Yay, die kaufen wir. So, perfekt. Sehr schön. Jo, wir werden immun gegen jede Art von Angriff verlieren, aber... verlieren aber sowohl beim... mit der Zeit, Rubine, als auch, wenn wir getroffen werden. Das heißt, wir sind so lange unbesiegbar, wie wir Rubine haben. Effektiv. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Ne? Ich persönlich bin kein allzu großer Freund von dieser Rüstung. Deswegen werde ich sie auch nicht nutzen. Ihr seht, ich habe noch so ein paar Geisterseelen gesammelt, aber ich habe nur leider die letzten dann doch nicht gefunden. Was soll's, wir kleiden uns wieder normal in Grün. Einfach weil, ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt so lange mit der Sora-Rüstung rumgerannt. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Midna? Midna, ist alles okay? Was zum... Midna, was ist los mit dir? Okay. Ach, schön, dass du wieder normal bist. Und die Barriere ist weg. Das ist auch schön. Das ist sogar sehr schön. Denn wir wollen ja hier durch, ne? Das haben wir ja nicht umsonst gemacht. Das Ganze... Wir wollen hier einmal ins Schloss. Müssen wir ziehen oder müssen wir schieben? Wir müssen schieben, natürlich. Was denn auch sonst? Keine Fluchttüren hier. Schweinerei. Sieht schon ziemlich nice aus hier, muss ich sagen. Sieht schon ziemlich nice aus. Und das scheint hier nochmal ein Dungeon zu sein. Neuer. Na gut. So, gehen wir mal von links nach rechts durch. Hey. So. Ja, komm. Ach, komm schon.
Ach, kommt schon. Ihr Mistviecher. So. Der ist auch erledigt. Perfekt. Und dann gehen wir hier doch mal durch die Tür. Und gucken mal, was wir hier so finden. Aha. Erstmal einen großen Haufen nix. Aber auch wieder mit einer Kampfarena. Na ihr. So. Die ersten haben wir hier schon mal dauerhaft erledigt. Na komm. Ach, ehrlich jetzt, ey. So. Zack, du erledigt. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. So, das war's. Dankeschön. Mann, 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 ey. Mann, Mann, Mann. Könnten die blöden Gegner mir hier irgendwas, ne? Ah, ja. Ich habe gerade nicht ganz gesehen, was es war. Okay. Eine Kette zum Aufziehen. Hey. Mensch. Okay. Und dann sind wir jetzt hier drüben, wo wahrscheinlich wieder eine Kampfarena erscheint. Natürlich. Okay. Wer ist hier mein Gegner? Du, Mensch. Das haben wir doch schon besiegt. Lass uns spielen. Okay. So, komm mal her. Irgendwie kann der mir gerade nicht wirklich was. Ich frag mich nur gerade, was ist das da für ein Leuchten? Was ist das für ein Leuchten, was er da am Bein hat? Na komm. Oh, was? Schön, wie der Helmspalter einfach mal nicht trifft, ne? So. Okay. Da haben wir genug Schaden gemacht. Nö. Hallo, Genug. Ah, ein Schlüssel. Vielen Dank. Welch von dem Stärksten? So hat es mein Volk schon immer getan. Okay. Wenn du das sagst, ne? Wenn du das sagst. Link? Der? Kann ja sprechen? Ja, ne? Das dachte ich mir auch so, als ich da die erste Textbox gesehen habe. Aber hey, passiert. So was kann schon mal vorkommen. 20 Rubine. Die wir hier auch nur noch finden, um unsere Magierüstung aufzufrischen. Die ich wahrscheinlich tatsächlich nicht benutzen werde. Bin mir da noch ein bisschen unsicher. Eventuell werde ich es einfach mal machen, um es euch zu zeigen. Aber grundsätzlich habe ich nicht vor, die zu nutzen. So. Oh. Schön. Mehr Rubine.
Und dann einmal runter hier. Und wieder raus aus diesem Bereich. Ah, ich habe zwar gesagt, wir gehen von links nach rechts durch. Aber, nö. Jetzt direkt nach rechts, weil in der Mitte wird es sicherlich weitergehen. Und da werde ich sicherlich dann zwei kleine Schlüssel brauchen und den zweiten werde ich hier rechts bekommen. Von daher gehen wir direkt hier nach rechts. Und erledigen das auf die Art und Weise. So. Kommt mal alle her hier. Ups. So, vielen Dank. Ah, da ist noch wer. Sag das doch gleich. Sag doch gleich, dass du was aufs Maul willst. Wir helfen doch gerne. Jederzeit. Okay. Was haben wir hier? Mhm. Mhm. Jetzt nichts, was mich irgendwie großartig schockieren würde. So, denn auf die Distanz können die nicht treffen. Ich aber. So, die werden erledigt, die da oben. Einer. Und da ich ja so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich die so oder so killen muss, die Viecher hier, hauen wir sie gleich um. Oh, du lebst noch. Na gut, jetzt nicht mehr. Jetzt lebt er nicht mehr. So, hier ist jetzt erstmal nichts. Okay, ah. Hier sind Wildschweine. Okay. Nichte, gut. Dann eben nicht. Ups. Okay, Bombenfässer. Stehst du wieder auf? Danke. Okay. Ups. Das wollte ich nicht, das wollte ich. So. Aua. Das tat weh. Komm schon. Ey, Link. Aufsitzen, vielleicht? Ach so. Ach so, der war noch nicht bereit. Das war jetzt ein Schweinchen. Okay. Ups. Ja, okay. Autsch. Mistviech. Tschüss. Und gibt mir nicht mal irgendwie ein Herz oder sowas. Pfff. Ah. Hier kriegen wir aber eins. Sehr schön. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier weiter müssen. Nein? Na gut. Dann, hoppala, das wollte ich nicht. Naja. So, dann gucken wir doch mal. Ich sehe hier so ein bisschen Laub auf dem Boden. Das wollen wir doch mal wegwehen. So. Okay. Dann da mal noch weg. Gut. Und zwar wollen wir hier so ein Z-Symbol quasi. Okay. Das heißt, wir wollen den da, dann den da,
Dann den da. Und dann müsste es in der Mitte gewesen sein. So. Perfekt. Läuft. So will ich das sehen. Und wir bekommen die Dungeon-Karte. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Das gefällt mir. So. Und dann gucken wir doch mal. Na gut, hier werden wir jetzt einfach ganz simpel zurückkommen können. Das ist schon mal schön. Und dann gehen wir in den mittleren Bereich. So, jetzt gerade zumindest die Planung. Oh, hier ist noch was. Hier ist noch eine Kiste. Na, guck mal eine an. Was machst du denn hier? Stempel? Stempel. Zelda traurig. Oh. Die weint richtig. Die weint richtig, so traurig ist sie. Tut mir wirklich leid. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil die hiesige Zelda bedeutet uns ja quasi nichts. Wir hatten ja mit ihr nicht wirklich was zu tun. Sie hat halt ihr Leben für uns gegeben. Okay, das müssen wir eingestehen. Aber ansonsten, ja, war halt nichts. Ne? Also eigentlich hat sie ihr Leben nicht für uns gegeben, sondern für Midna. Wofür ich ihr aber auch sehr dankbar bin. Okay, natürlich. Ein neuer Kampfring. So. Zwei Fangstöße auf einmal kriege ich hin. Oder... Ne? Kurz hintereinander zumindest. So. Okay. Next. Das wäre jetzt auch nicht großartig schwierig. Ey. Da positioniere ich mich extra so, dass ich beide auf einmal treffe. Und dann treffe ich sie nicht beide auf einmal. Toll. Naja. Okay. Und da ist jetzt eine Kiste aufgetaucht. Mhm. Das war das falsche Item. Dich wollte ich dahin packen. So, das sieht doch ganz so aus. Ja. Als könnte ich mich hier mit meinem Fanghaken ranhangeln, um dann die Kiste zu öffnen, wo wahrscheinlich ein Kompass drin sein wird. Na Mensch. Wer hat denn damit gerechnet? Hm. So. Okay. Hier sind aber noch so ein paar andere Kisten. Oder zumindest eine andere Kiste. Die ich schon gesehen habe. Nämlich da... So, die ist noch nicht da. Die kommt dann noch irgendwo, irgendwann. Irgendwie. Okay, Moment. Will ich dann schon hier hin? Ach, gehen wir einfach mal hier hin. Komm, was soll's. Zur Not kann ich jederzeit wieder zurück. Also, hoffe ich. Pass auf, und jetzt versperren sie hier die Tür. Nee. Okay. Oh, hi. Na komm schon. Was? Du kannst doch nicht einfach hier meinen Rundumschlag blockieren. Du Mistkerl. Mann. Komm schon.
Na komm. So. Okay. Dann bitte. Was? So, okay. So, mit einem Sprungangriff einfach die Verteidigung ausschalten von dem Typen. Okay. Okay, I see. I see. Gut. Gut. Jetzt müssen wir dann nur noch irgendwie einen Weg nach oben schaffen. So, dann wollen wir doch hier mal dich anzünden und dich anzünden. So, Moment. Hier nochmal schauen, ist hier noch irgendwas? Nö. Gut. Dann will ich dich wahrscheinlich noch anzünden. Oder so. Nö. Okay, das ist nur Lampenöl. Aber schön, dass es hier auch Lampenöl gibt. So. Okay. Komme ich da hoch? Nee. Da komme ich so nicht hoch. Ah, natürlich. Oh, das ist gemein. Die anderen beiden sind also vollkommen egal. Tatsächlich. Wichtig ist nur, dass wir... da das Ding ausschalten. Moment. Da habe ich gerade noch ein Herz gesehen. Das will ich haben. Kam nicht bei mir an. Mist. Naja. Egal. Was soll's. So, Kiste mit Schlüssel. Mit Rubinen. Okay. Meinetwegen. Meinetwegen auch das. So, dann gehen wir mal hier lang. So, Pfeile. Aha. Willst du mir damit was sagen, Spiel? Dass ich hier jetzt Pfeile brauchen werde oder so. Könnte ja sein. Aha. Okay. Oh, ich sehe gerade, hier sind insgesamt 4. Okay, wahrscheinlich müssen die alle angezündet sein. Und die scheinen nicht allzu lang zu brennen. Die zum Beispiel brennt nicht lang und die hier auch nicht. Okay, die geht quasi sofort aus. Die hier brennt ein bisschen. Okay. Ich tippe jetzt einfach mal auf die Reihenfolge hier. Perfekt. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Hab's rausgefunden. Das quasi ganz alleine. Also mehr oder weniger. Eigentlich doch war ganz allein. Nur halt mit rumprobieren. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Denke ich mal. Hallo ihr. Zwei von euch, ha? Okay. Und dann kommt mal her. Autsch.
Komm schon. So, ne? Reicht's dir? Es reicht dir. Perfekt. Okay. So, damit kommen wir jetzt auch wieder in den Hauptraum. Aber, was noch viel wichtiger ist, wir kommen hier in diesen Seitenflügel, wo eine Kiste auf uns wartet. Und die wollen wir uns holen. Gut, ist kein Seitenflügel, ist Burgmauer. Aber ist ja fast dasselbe. Seitenflügel, Burgmauer. Was macht das schon für einen Unterschied? Na, komm. Zeig mir dein Schild. Dankeschön. Hey, okay. Autsch. Mistviech. Komm mal her. Komm her, du Mistviech. Dankeschön. So. Vielen Dank fürs Herz. Und dann wollen wir hier doch mal an die Kiste. Und die Rubine mitnehmen. Nee, ein Schlüssel. Ach Mann. Kriegt das aber auch nicht mehr richtig erraten. Naja, ein Herz. Sehr schön. Hier noch irgendwas? Noch ein Herz. Ah, perfekt. Wir haben wieder volle HP. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, kommen wir jetzt hier rüber. Direkt auf die andere Seite. Das fände ich nämlich auch super. Okay, hier ist ein kleiner Schlüssel, der mich aber gerade noch nicht so sehr interessiert. Ich will erstmal... Ah, da ist der Bossschlüssel. Das geht auf. Ach so. Um die Exalfos rauszulassen. Ich verstehe. Was? Hä? Ach. Vielen Dank euch. Sehr schön. Danke. Sehr gern gesehen, die Hilfe. Sehr gern gesehen, wobei ich jetzt nicht gebraucht, so ist nicht. Aber trotzdem gern gesehen. Und damit holen wir uns auch schon den großen Schlüssel. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich aber sagen, das soll es jetzt für diese Folge erstmal gewesen sein. Und wir schauen uns dann beim nächsten Mal hier drin im Hauptraum nochmal ein bisschen genauer um. Beziehungsweise auf der anderen Seite von diesem ja, fast Rundgang, denn da waren wir ja noch nicht. Deswegen danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao ciao.